und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hochsensibel Au Ja. Der Podcast für ein Ja zu dir mit allem, was du bist und ein Ja zum Leben. Mein Name ist Stefanie Rübke und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, wo es um das hochsensible Kind geht. Ja, ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema und liegt mir auch sehr am Herzen. Vielleicht geht es dir so wie mir, dass du dich auch noch dran erinnerst an deine Kindheit und dieses Gefühl, nicht zugehörig zu fühlen, dich anders zu fühlen und auch nicht akzeptiert zu fühlen. Immer mal wieder zu denken, ich bin nicht richtig, mir stimmt irgendetwas nicht. Und das ist mir ein großes Anliegen, das zu vermitteln, dass nicht nur mit dir alles stimmt, sondern auch mit den Kindern, die uns in irgendeiner Form auffallen. Ja, darum soll es heute in der Folge gehen. Und ich möchte dir ein paar Anregungen geben, woran du dich orientieren kannst und einzuschätzen kannst, habe ich es hier mit einem hochsensiblen Kind zu tun. Als allererstes möchte ich dir ein wunderschönes neues Jahr wünschen, 2019. Ein Jahr, in dem du glücklich bist mit allem, was da so in dir steckt, mit allem, was dir begegnet, mit einem Ja zu dir und einem Ja zum Leben. Und dass dieses Ja auch beinhaltet, dass du das akzeptieren kannst, wenn du mal traurig bist oder wenn Dinge passieren, die du dir anders vorgestellt und gewünscht hast. Denn dieses Ja lässt uns in unserer Kraft und Energie. Ja, das wünsche ich dir von Herzen. Und viel Sonne im Herzen, die wir auch sehen, wenn wir mit Kindern zusammen sind, worum es ja heute geht. Wir stellen uns ja immer nur die Frage, ob ein Kind hochsensibel ist oder nicht, wenn uns ein Kind auffällt. Und da wir sicherlich immer mal wieder alle, ja, und wir haben ja alle immer mal wieder mit Kindern auch zu tun, sei es als Eltern, Verwandte, Erzieher oder auch im Umgang mit Freunden und Kindern. Und wenn ein Kind sich auffällig verhält, das heißt, dir fällt es auf oder mir fällt ein Kind auf, wenn uns ein Kind auffällt, dann heißt das auch, dass dieses Kind sich vielleicht einfach anders verhält, als wir es erwarten. Vielleicht auch anders verhält, als wir uns das wünschen. Und wir beginnen uns vielleicht Sorgen zu machen oder wir beginnen uns zu ärgern über irgendwelche Verhaltensweisen eines Kindes. Und da ist es ganz spannend, mal nachzugucken, was bewegt denn dieses Kind? Was ist mit diesem Kind? Warum verhält es sich so? Und vor allen Dingen, was hat das mit mir zu tun? Warum reagiere ich denn so darauf? Denn vielleicht nimmt nicht jeder dieses eine Kind, was ich da im Sinn habe oder was ich im Blick habe, so wahr wie ich. Vielleicht stört sich jemand anders gar nicht an diesem Verhalten. Dazu später mehr. Also, es gibt Kinder, die fallen uns auf. Und es kann sein, dass ein Kind vielleicht besonders still ist, besonders schüchtern ist und vielleicht sehr nachdenklich wirkt. Und es hat vielleicht auch nicht so viel Kontakt mit anderen Kindern oder auch mit anderen Erwachsenen. Und wir machen uns ein bisschen Sorgen, dass dieses Kind einsam ist. Das ist zum Beispiel eine Verhaltensweise, die wir in Tests auch für hochsensible Kinder finden. Wir können jetzt aber nicht bei einem Kind, das uns auffällt, einfach einen Fragebogen rausholen, um dann alle Punkte mit Ja oder Nein zu beantworten und abzuhaken, um dann am Ende zu sagen, okay, dieses Kind ist hochsensibel.
Wir können aber dieses Kind wirklich sehen, wirklich annehmen und wirklich in Kontakt treten und auch mit dem Kind sprechen. Was ist denn zu diesem Verhalten, was uns aufgefallen ist, bewegt oder wie es auch dem Kind damit geht? Alle Kinder haben ganz sensible Seiten und die drücken sich eben auch ganz unterschiedlich aus. Manche Kinder verhalten sich vielleicht so, wie ich das eben im ersten Beispiel genannt habe, die auch sehr zurückgezogen eher sind, eher still. Und es gibt auch ganz sensible Kinder, die aber sehr laut sein können und auch sehr wild sein können, der du vielleicht diese sensible Seite auf den ersten Blick gar nicht siehst. Wenn Kinder sich auffällig verhalten, dann ist das ja oft auch ein Indiz dafür, dass sie nicht angepasst sind den Vorstellungen, die wir davon haben, wie Kinder sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Das haben die Kinder uns vielleicht voraus in dem Sinne, dass sie eben noch nicht so programmiert sind, um sich irgendwelchen Normen komplett anzupassen. Es hat Vorteile und es hat Nachteile. Aber sie haben uns in dem Sinne etwas voraus, dass sie sich vielleicht noch nicht so verbogen haben in manchen Situationen und entgegen ihrem Wesen sich gelernt haben zu verhalten, um geliebt zu werden oder um in eine Gruppe zu passen. Ja, denn das ist ja genau das, was bei uns selbst zu vielen Problemen im Leben geführt hat, nämlich die fehlende Annahme unseres Wesens, das fehlende Ja für uns, was wir vielleicht erst nicht als Kinder nicht so empfunden haben und dann auch selber für uns nicht entwickeln konnten. Und auch die Anpassung an die bestehenden Gegebenheiten, damit wir geliebt werden. Alle Kinder sind abhängig von Erwachsenen und die verhalten sich so und probieren es so lange aus, wie sie sich zu verhalten haben, bis sie das Gefühl haben, wir werden geliebt. Darauf sind sie angewiesen. Und damit fangen sie schon an, sich zu verbiegen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass die Kinder es heute leichter haben im Leben und dieses Ja für sich schon als Kinder integrieren und damit auch ins Leben starten. Denn damit haben sie viel mehr Kraft, Freude, Möglichkeiten und können ihr Potenzial leben. Das wünsche ich mir, dass das den Kindern gut gelingt. Und wir ihnen vermitteln, dass sie richtig sind, dass wir sie bejahen in ihrem Wesen, dass vielleicht manche Verhaltensweisen nicht angemessen sind, die sie entwickelt haben. Und dabei können wir ihnen helfen. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Heute geht es ja um die sensiblen, empfindsamen Seiten eines Kindes, die uns auffallen und die wir gemeinsam mit ihnen untersuchen und erforschen können, damit sie sich nicht verbiegen müssen. Je jünger die Kinder sind, desto ursprünglicher sieht man auch das Wesen eines Kindes. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Ich möchte dir jetzt erst einmal ein paar Möglichkeiten nennen oder ein paar Verhaltensweisen nennen, die wir vielleicht als auffällig einstufen würden und sie sowohl negativ als auch positiv bewerten. Das ist eben ganz individuell. Manche Kinder haben sehr viel Fantasie und berichten auch von Dingen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Vielleicht auch von Freunden, die sie haben, die für uns nicht sichtbar sind. Manche Kinder sind besonders umsichtig und nehmen ganz viel Rücksicht auf andere und sind sehr mitfühlend. Oder manche Kinder haben eine ganz stark ausgeprägte Tierliebe und sind ganz empathisch auch für Tiere. Es ist aber nicht so, dass jetzt alle hochsensiblen Menschen immer nur zarte Wesen und zurückhaltend sind, sondern genauso wie bei den Erwachsenen bedeutet eben eine große Sensibilität und Feinsinnigkeit in erster Linie, dass Eindrücke und Reize weniger gefiltert werden, sodass eben Reize und Begebenheiten im Außen sehr intensiv wahrgenommen werden und die müssen dann auch wieder gründlicher verarbeitet werden.
Das heißt, manche Kinder sind vielleicht auch auffällig, weil sie sich oft zurückziehen und weil sie auch Stille suchen. Wenn dann solchen Kindern zum Beispiel irgendwann alles zu viel ist und die Reize und sie sozusagen überreizt sind, dann ist es häufig der Fall, dass sie, dass ihre Stimmung umschlägt. Wenn sie an ihre Grenzen kommen, dann kann es passieren, dass sie plötzlich ganz anders werden und aus einem ganz stillen, sanftmütigen, ruhigen Kind kann plötzlich ein ganz aggressives Kind werden. Oder aber ein Kind, was sonst auch ganz aktiv und lebendig ist, könnte dann plötzlich abschalten und sich zurückziehen. Bei sehr sensiblen Babys ist auffällig, dass sie häufig ganz intensiv alles beobachten, ihre Umwelt registrieren und wenn ihnen dann irgendetwas zu viel wird und sie überreizt sind, dann nutzen sie die einzige Möglichkeit, die sie zu diesem Zeitpunkt in diesem Alter haben, nämlich schreien, um auf sich aufmerksam zu machen und dass eben die Kinder sich nicht so einfach ablegen lassen und beruhigen lassen. Dass sie ganz häufig wirklich Tag und Nacht auch eine intensive Nähe einfordern oder schlecht schlafen. Das kann natürlich für Eltern auch sehr anstrengend sein. Und genauso anstrengend kann es auch für Eltern sein, wenn die Kinder so scheinbar unvorhersehbare Gefühlsausbrüche haben. Aber vielleicht ist das der Grund, dass irgendetwas gerade viel zu viel war und sie dann eben auch gefühlsmäßig darauf reagieren und keine anderen Möglichkeiten haben, damit umzugehen, wenn sie überreizt sind. Das kann sich entweder wütend aggressiv auswirken oder es könnte auch in eine traurige oder defensive Richtung gehen. Ja, und wenn Kinder dann sich viel zurückziehen und auch eher Abstand nehmen von anderen Kindern, von Kindergruppen, und wenn sie zum Beispiel Spielszenen lieber von Weitem beobachten auf dem Spielplatz, statt sich da gleich ins Getümmel zu stürzen, dann machen wir uns vielleicht Sorgen und meinen nun, dass dieses Kind ein Problem hat, weil es hochsensibel ist. Aber das ist vielleicht gar nicht der Fall, denn dieses Kind sorgt einfach in dem Moment für sich, um sich selbst innerlich wieder beruhigen zu können. Kind könnte uns aber auch auffallen, weil es zum Beispiel sich immer wieder darüber beschwert, dass bestimmte Kleidungsstücke unangenehm sind auf der Haut, dass irgendetwas kratzt und irgendwas piekst und das passiert häufiger, dass die Umgebung zu laut ist, dass das Radio zu laut ist, dass das Fernseher zu laut ist oder dass vielleicht das Licht immer zu hell ist oder dass sie beim Essen eine ganz bestimmte Konsistenz, zum Beispiel was ganz Hartes oder vielleicht auch mal ein Brei gar nicht mögen. Oder das ganz schnell als Stress empfinden, wenn so Lichter immer flackern oder wenn Gerüche sehr intensiv sind, dass sie ganz schnell einen Ekel entwickeln oder dass sie sehr schnell reagieren auf Kälte und Wärme. Und zum Beispiel auch total unleidlich werden, wenn sie Hunger und Durst haben. Und das sind alles so Dinge, die können uns als Erwachsene nerven, wenn ein Kind sich über solche Sachen beschwert. Und da ist es gut, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was sie brauchen. Denn kein Kind hat erstmal vor, uns zu nerven, sondern die Kinder haben Bedürfnisse und und wünschen sich, dass wir darauf eingehen, weil sie die selber noch nicht erfüllen können. Das können wir natürlich nicht immer so leisten, wenn wir dabei selber über unsere eigenen Grenzen gehen müssen, dauernd, um die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Denn wir können nur für ein Kind gut da sein, wenn es uns auch gut geht. Was wir aber immer leisten können, ist so eine ehrliche Kommunikation. Mit dem Kind in Kontakt zu treten, das Kind zu fragen, wie es ihm geht, dem Kind auch eine Lösung anzubieten und dem Kind auch zu sagen, jetzt zum Beispiel geht das gerade nicht, aber es geht dann und dann.
aber über die Umgehensweisen und Lösungsmöglichkeiten für den Umgang mit diesen Verhaltensauffälligkeiten, die für uns Verhaltensauffälligkeiten sind. Da mache ich nochmal in der nächsten Folge einen ausführlichen Ausflug zu. Heute geht es erst nochmal um die, ja, Merkmale für eine große Sensibilität bei Kindern. Denn die Kinder sind generell da in ihren feinsinnigen Anlagen offener als wir. Im Laufe des Lebens haben wir viele von diesen Anlagen verschlossen. Und bei den Kindern ist noch alles offen. Immer unter der Berücksichtigung, dass sie natürlich mit unterschiedlichen Talenten und Begabungen auf die Welt kommen. In den unterschiedlichsten Bereichen. Auf die unterschiedlichen Sinne bezogen. Natürlich sind solche Auffälligkeiten nicht nur problematisch für uns, sondern es gibt auch vielleicht Auffälligkeiten von Kindern, die uns auffallen, weil sie besondere Talente haben und besondere Gaben zeigen. Zum Beispiel einen großen Ideenreichtum und viel Kreativität beim Spielen. Vielleicht fällt uns auch ein Kind auf, weil es so tiefsinnig immer nachdenkt und Fragen stellt über das Leben, über den Sinn des Lebens, über den Tod. Und wir dann vielleicht ganz überrascht sind, dass sich kleine Kinder schon so intensiv Gedanken machen können. Manche Kinder, die haben auch eine große Freude daran, immer zu musizieren und gehen ganz in der Musik auf und können sich da wunderbar hingeben und hineinfallen lassen und sind völlig glücklich da drin, was uns vielleicht auffällt. Oder sie lieben es, stundenlang die Natur zu beobachten und dort einzutauchen. Also es gibt sozusagen Schwierigkeiten, die aber eher vielleicht für uns als Erwachsene Schwierigkeiten sind. Und es gibt auch genauso gut die Gaben und die Talente. Letztendlich können wir uns auch immer fragen, warum fällt mir das denn überhaupt auf? Warum ist dieses Verhalten besonders für mich? Sowohl in positiver Hinsicht kann es sein, als auch in negativer Hinsicht. Was hat denn das mit mir zu tun? Und da ja eine große Empfindsamkeit und Sensibilität auch vererbbar ist, kann es natürlich gut sein, dass wir genau da unsere wunden Punkte haben. Denn wir wurden als Kind vielleicht nicht angenommen mit unseren Besonderheiten, mit unseren Auffälligkeiten. Wir haben uns vielleicht nicht angenommen gefühlt. Und wenn das noch in uns wirkt, dass gewisse Verhaltensweisen nicht sein dürfen, dann reagieren wir auch oft ungehalten auf ein Kind, was genau diese Verhaltensweisen, die wir vielleicht auch hatten, jetzt uns nochmal zeigt. Denn wir haben ja damals gelernt, dass das nicht in Ordnung ist und das steckt noch in uns drin. Und jetzt vermitteln wir das vielleicht ungefiltert weiter. Ja, und das ist mir ein großes Anliegen, mal darüber nachzudenken. Warum empfinde ich denn ein bestimmtes Verhalten eines Kindes als auffällig und vor allen Dingen vielleicht, warum empfinde ich es als unangenehm? Was hat das wirklich mit mir zu tun? Wenn dir also ein Kind mit einem besonderen Verhalten auffällt, dann überleg doch mal, warum dich das so anspricht. Denn die Kinder nehmen auch unsere Reaktion, die nehmen unsere Reaktion auf, die wir ihnen zeigen, wie wir auf sie reagieren, wie wir sie wahrnehmen. Und das wünsche ich mir, dass wir das jetzt mal besser machen, als das, wie wir das erfahren haben. Dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie annehmen und dass wir Ja zu ihnen sagen. Und es ist nicht entscheidend, ob ein Kind jetzt hochsensibel genannt wird oder genannt werden kann oder nicht. Entscheidend ist, wie wir mit dieser, ja, wie wir mit diesem Verhalten des Kindes umgehen, wie wir darauf eingehen. Und dazu mehr in der nächsten Folge. Ich freue mich,
Wenn dir diese Folge gefallen hat und ich dich inspirieren konnte und wenn es dir gefallen hat, auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Das war's jetzt für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.